Hier spricht Ustra. Willkommen zurück im Heldenendanwesen. Ihr Recken, ihr Helden und ihr Verstorbenen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben einen Neuzugang. Ohne Namen 17 ist nicht nur masochistisch, sondern jetzt auch vollen Mutes und voller Zuversicht. Denn sie heißt jetzt Maika. Willkommen im Team. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich wünsche dir natürlich, so wie allen anderen hier, ein langes Leben. Ich weiß, niemand kann es garantieren, aber schön wäre es doch trotzdem. Wir schauen mal, was wir alles so haben und sortieren mal hier nach Stufe 4 oder vielleicht nach Klasse sortieren. Dann sehen wir genau, wovon wir wie viele haben. Wir haben davon zwei, wir haben davon zwei. Wir haben keinen zweiten Kopfgeldjäger. Eventuell brauchen wir einen zweiten Kopfgeldjäger. Ich würde sagen, ja, und willkommen an Bord. Ohne Namen, das müsste schon 20 sein. Jawohl, ohne Namen 20. Mal gucken, wen wir hier brauchen. Wir haben einen zwanghaften, unheiligen Hasser und Meereshöhlenhasser. Hört sich schon mal ganz gut an. Und einen Waldabenteurer, der besessen und... Nee, wir nehmen ruhig ihn hier. Ohne Namen 20. Die ganzen namenlosen Helden, die sich noch in unserem Dorf einfinden müssen. So, oh, ein Mondring, das ist natürlich auch interessant, auf sowas spekuliert man ja am Rande. Dieses Teil macht, ja, Schaden plus und Präzision plus, wenn man wenig Lampe anhat. Wenn wir nicht gegen Bosse kämpfen, denke ich, werde ich weiterhin wenig Lampe anhaben, deswegen vielen Dank dafür, dass du diesen Ring angeboten hast, liebe Nomadin. Jetzt wollen wir mal schauen, wo wir hinwollen. Wir können hier den Boss machen, die Sirene. Fernkampffähigkeiten betäuben und Gifthauchfähigkeiten. Boah, das Ding, die fast blasphemische Fiole ist ja ein absolutes Schmuckstück. Was haben wir denn hier noch? Prinz der Schweine. Plus 20 Schaden, minus 3 Geschwindigkeit, plus 10 Stressschaden. Gespenstische Melodien und Bassnoten hallen von den Klippen unterhalb des Herrenhauses. Finde die Urheberin und bringe sie zum Schweigen. Ja, ich glaube, diese Fiole, 3% Crit, 3% Geschwindigkeit, aber keine Heilung dafür. Ah, hier gibt es auch die blasphemische Fiole, wenn wir den Propheten töten. Das könnten wir auch versuchen. Tja, entweder den Propheten oder die Sirene. Wir hatten letztes Mal ja nicht so eine tolle Truppe hier in der Meereshöhle. Hier gibt es auch mehr Endloot. Aber das ist natürlich auch schon der zweite Boss, ne? Das ist der erste Boss. Wir machen mal lieber hier die Sirene. Was nehmen wir denn mit? Ruinentaktiker. Ja, leider nicht das, was wir suchen. Wir nehmen mal ein paar unserer Level 2 Freunde mit. Ich glaube, wir nehmen mal den David War mit. Der freut sich wahrscheinlich auch schon, wenn er... Ah, gegen Betäuben ist nicht so schlimm. Wenn er mal wieder ein bisschen mit darf. Und wenn er mit Björn mitzieht. Ich hab so in den Kommentaren gelesen, die beiden, die verstehen sich ganz gut und wollen unbedingt wieder zusammen auf Abenteuerjagd. Deswegen, das können wir ihnen natürlich damit versuchen. Menschenschlechter Labyrinth, naja. Aber den können wir mitnehmen, weil er gut stunnen kann. Wir sollten auch einen Heiler mitnehmen. Eigentlich hier ohne Namen 16 wäre dann jemanden, den ich mitnehmen würde. Auch Ruinenforscher. Und wir brauchen was, was richtig Damage macht und an erster Stelle steht. Da haben wir gerade nicht so viel. Wir haben hier Herodin. Der sich auch eher im Labyrinth auskennt. Er ist ruhig, das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber sonst könnte der fast schon mit. Er macht natürlich auch nur, er macht viel Schaden, aber nur auf den ersten Reihen. Geil wäre natürlich auch, wenn wir hier eine Wegelagerer und Grabräuber-Kombi machen könnten.
haben wir jetzt natürlich auch nicht so richtig parat. Ach, das ist ja mal alles doof. Wir können auch richtig krass reingehen mit ohne Namen 18 das Ganze laufen, Orthoff zu Hause lassen. Aber ich glaube, die etwas leveligeren Händelten, die Helden halt, die kriegen das schon hin. Wir gucken mal, was die noch so upgraden können, die vier. Und dann nehmen wir die mit. Wir nehmen hier lieber die Stresslinderung mit. Obwohl plus 27% mehr Schaden, plus 11% mehr Präzision, plus 2% mehr Crit. Und dafür müssen wir nur auf jeglichen Schutz verzichten. Das hört sich doch okay an. Was hat denn Orthoff so? Ach, die Gilde ist gar nicht gelevelt. Oh nein. Na, dann lohnt sich das ja gar nicht, die hohen Level-Typen mitzunehmen, wa? Machen wir aber trotzdem. Was haben wir noch? Achso, ohne Namen 16 kommt noch mit. Vielleicht sollten wir hier nochmal das eine oder andere leveln. Ich glaube, wir machen sogar ohne Licht, weil wir einfach viel mehr... Nice. Wir machen auch hier besser beides. Wir können ruhig ein bisschen Geld ausgeben. Oh, hier haben wir jetzt... Geschwindigkeitsgrundwert wird erhöht. Genauso wie hier die Geschwindigkeit erhöht wird. Das ist natürlich schon gut. Wir brauchen schnelle Leute. So, dann gucken wir mal, was wir den Leuten mitgeben. 25% mehr Schaden wäre natürlich genau das Richtige. Was kann denn unser Schaden mit Nahkampffähigkeiten? Nahkampf, Fernkampf. Also wir könnten theoretisch super mit dem Aufwärtshaken arbeiten. Nahkampf. Okay, wir nehmen diese Kappe mit. Ich meine, super viel Schaden und so. Danke. Und wir nehmen einen. Ich weiß natürlich nicht, was es sein soll. Wir nehmen einen Mondring mit und wir nehmen den Berserkerring mit. Das ist natürlich auch super viel Stressschaden dann, ne? Plus 5, plus 10%, plus 25% mehr Stressschaden. Aber wir machen natürlich auch richtig... Wir machen ja auch richtig... Richtiges draufhauen. Das sollten wir vielleicht versuchen. Das nehmen wir mit. Und wir nehmen Widerstand gegen Krankheiten. Chance, Gruppen zu überraschen, nehmen wir mit. Auch wenn wir da ein bisschen Geschwindigkeit verlieren. Das können wir aber ruhig. Und dann nehmen wir noch einen... Ich habe nichts für die Wessel mit. Plus 13% mehr Abwehr. Aber dann wieder Stress dazu kriegen, weil wir den Kopf mitnehmen. Fernkampf, Präzision gegen Geschwindigkeit. Nein, du gehst ohne Schmuckstücke mit und du nimmst noch den Scheusal. Sind das Scheusal oder sind das Bestien? Nein, du nimmst den Scheusalring mit. Ich glaube, dann sind wir gut. Dann sind wir gut dabei und wir können los. Wir sind in einem mittleren Dungeon. Das heißt, wir nehmen uns 8 Leckerlis mit und einen ganzen Stack. Wir nehmen 4 Schaufeln mit. Wir nehmen davon 3 mit, davon 3 mit, davon 3 mit, davon 4 mit und davon 2 mit. Wir nehmen mal 2 Fackeln mit. Falls es wirklich hart auf hart kommt. Mal eben ihn aussprechen lassen. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Okay, dann wollen wir uns mal die Sirene anschauen und wie die so drauf ist. Okay, da geht's los. Und sie wird da hinten in dem letzten Raum sitzen. Das Layout von diesem Dungeon gefällt mir überhaupt nicht. Um das mal, na super, um das mal zu sagen. Ein richtig ekelhaftes Layout. Nicht nur das, oh nice, jawohl. Wir gucken mal eben, wer das gebrauchen kann. Ich würde fast schon sagen, Herodin kann das gebrauchen. Perverse Gelüste und so, das ist alles nicht ganz so schlimm. Blutrünstig ist eine ganze Menge blutrünstig. Aber nein, du machst das. Und du musst hier dran Heilkräuter verwenden. Jawohl. Und damit kann ich nämlich den Tick ruhig entfernen. Jawohl, genau das wollte ich nämlich. Wir hatten eine Chance, einen negativen Tick zu entfernen.
und ruhig ist definitiv den Tick, den wir loswerden wollten, denn jetzt macht auch Herodin in der ersten wieder eine Schaufel, auch in der ersten Runde gut Schaden. Hier nehmen wir auch Heilkräuter. Was gibt's hier so drin? Einen Schlüssel und ein bisschen Geld. Nicht vergessen, wir wollen eigentlich zuerst den Boss erledigen. Oh, hier ist sonst überhaupt gar nichts. Das hat sich nicht gelohnt. Wir werden wahrscheinlich Hunger kriegen auf der Rückreise. Apropos Hunger kriegen auf der Rückreise. Sollten wir eben hier die richtigen Fähigkeiten eventuell. Ja. Stunnen, Seuche, Gefechtsmedizin brauchen wir nicht. Equippen wir das nochmal neu. So, wir machen noch diesen Schadensbonus. Dann können wir nämlich auch Herodin den noch geben. Und dann haben wir die besten Chancen, richtig viel Schaden zu machen. Eventuell kann auch Orthoff die Flasche kriegen. Wir haben hier nur namhafte Leute dabei, glaube ich. Bis auf unsere Heilerin. Wir müssen mal schauen, wie wir jetzt losgehen. Wir gehen, glaube ich, oben rum. Wenn wir das Glück haben, dass wir einen Erkundentick kriegen, dann hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es sind noch wenig Kämpfe unterwegs. Na, Hunger kriegen wir. Ja, gut. Irgendwann war das ja klar. Hoffe ich, dass wir hier einen Erkundentick kriegen, um zu sehen, was oben im Raum steht. Aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen den Weg freikämpfen. Gut, dass Herodin kaum Stress kriegt. 26 Stress plus. War gar nicht so schlimm. Ich dachte, das ist mehr. Hallo, meine Freunde. Wir machen erstmal Folgendes. Wir stunnen euch beide, damit ich für die folgenden Runden nicht nochmal Stress erleide. Und dann hauen wir euch beide. Seht euch den Schaden an. 8 bis 15 und 5 bis 10. Beides mit einer 8%igen Chance Crit. Das hört sich gut an, aber leider nur minimalen Schaden. Das kann man ja vorher nicht wissen. Würde ich mal behaupten. Blendendes Licht, da können wir wieder jemanden stunnen. Oder wir können uns ein bisschen selbst stunnen und Damage machen. Das versuchen wir mal. Bam, nice. Okay, und jetzt können wir mit dem Aufwärtshaken hier nochmal... Wir stunnen nochmal, warum nicht? Warum nicht so wenig wie möglich Schaden versuchen zu bekommen? Ist doch eine gute Sache. Und wir sind sogar zuerst dran. Nice, gefällt mir. David wird die ganze Sache schon gut... wird die ganze Sache schon schmeißen. Mit Gift nach hinten, macht sie fertig. Gegen Betäubte macht es mehr Schaden. Wir haben keine Betäubten mehr. Er lebt nicht mehr so lange. Aber wahrscheinlich noch lange genug, um zu Gefahr zu werden. Dann hauen wir dich doch mal. Boom! Weg mit den Leuten, die Stress verursachen. Ganz klar. Auf 7 Leben. Viel zu viel Leben. Wir brauchen nicht nochmal versuchen zu stunnen. Wir versuchen da hinten aufzuräumen. Sehr gut. Der Stress macht, der ist schon mal gefallen. Und jetzt brauchen wir nur noch ihn zu erledigen. Nice, Herodin! So möchte ich immer hier durchgehen. Weihwasser? Der Gegenstand ist nutzlos. Naja, es inspiriert den Helden und der Stress ist wieder weg. Wir machen diese ganzen komischen Kruppelräume, die sich irgendwie noch hinten an... die sich immer in den hinteren Ecken befinden. Die machen wir als letztes. Nice, David. Dann geh doch mal nach hinten. Er kann sich leider nicht so super bewegen, ne? Die Pestdoktoren. Egal welchen Geschlechts. Wir können hier nochmal versuchen zu stunnen. Geschwindigkeit 7. Wir sollten einen davon stunnen. Oh, nicht gut. Nicht gut. Hat nicht geklappt. Denn die können stunnen und die können uns ekelhafte Krankheiten zukommen lassen. Das wollen wir natürlich eigentlich vermeiden. Wenn wir einen normalen Schlag machen sollten und nicht minimalen Schaden, so müssten beide umfallen. 22er Crit. Meine Fresse. Scheusale. Okay, also diese ganzen Fischmenschen sind also Scheusale. Gut zu wissen. Ich möchte keine Krankheiten. Lass deine Tentakel bei dir, du Viech. 28er Crit, Orthoff, Klabams. Ich sag ja, unsere Leute sind dafür ausgerichtet, Schaden anzurichten. Wiedersehen. Wir haben kaum Platz. They can be beaten. Wir tun die Fackeln weg. Wir bräuchten eigentlich alles hier an
Ramsch. Aber man kann sich immer nur entscheiden. Wir nehmen erstmal die Wappen mit, weil damit können wir eine ganze Menge durchsuchen. Wieder eine Fackel. Ich will keine Fackel haben. Oh, wieder ein Kampf. Wieder gegen Scheusale. Und ich habe nicht die Gruppe vernünftig hingelegt. Okay. Dann machen wir wenigstens hier einmal Damage auf ihn. Wir machen feuchtfröhliches Zuhauen auf ihn. Schöner Crit. Leider kein Crit. Hinterlässt eine Leiche, aber ihr wisst alle, was ich meine. Schöner Schlag. Das können wir hier nochmal machen. 22 mal eben aus der Hüfte. Kein Ding. Das gefällt mir weniger. Hier hinten auf unsere Ohrennamen, 16 auf unsere Vestalin. Ich weiß immer noch nicht, was eine Vestalin ist, aber wir machen hier ein bisschen Heilung. Gute Maximalheilung an allen Leuten. Wir heilen uns hier auch nochmal selbst. Warum nicht? Die hinteren, wie heißen die? Tiefseetummler. Die können immer nur die hinteren Reihen angreifen, die vorderen Tummler immer nur die vorderen Reihen. Deswegen haben wir jetzt leider so eine Situation, die mir eigentlich nicht so gefällt. Wir machen hier mal ein bisschen Damage dran. Und wenn wir vorhin dran sind, sollten wir vielleicht ihn blenden. Oder den anderen umhauen. Umhauen. Lieber umhauen, komm. Was soll's denn? Wir kommen an den da hinten schon irgendwie dran. Und ich wollte gerade sagen, unsere Vestalin muss auch irgendwann mal nicht getroffen werden. 5 Heilungen. Nice. So. Machen wir erstmal das. Und holen die nach ganz vorne. Und das gibt uns die Gelegenheit, dies zu tun. Okay. Dann haben wir das ja. Warum nicht? Jetzt wechsle ich nochmal eben meine Leute hier durch. So sieht's schon mal ein bisschen besser aus. Unverschlossene Truhe. Wir machen das mit dem Pestdoktor. Der hat die höchste Wahrscheinlichkeit, sich dem Gifthauch, da hat man ihn gesehen, zu widersetzen. Im nächsten Raum werden wir höchstwahrscheinlich campen. Fallen! Minus 20% Abwehr. Beides nicht mitnehmen. Na gut, dann ist das einfach. Wir nehmen die Urkunden mit gegen eine Fackel. Die werden wir höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Und wieder so ein Ding, um Stress zu reduzieren. Sehr gut. Und wieder überrascht. Nicht so gut. Oh, was passiert da? Schaden und Präzision erhöht. Wir wechseln einmal durch. Herodin muss ein bisschen weiter nach vorne, sonst geht hier nämlich gar nichts mehr. Das bisschen Stress können wir schon ab. Hier blenden wir einmal den, damit er nicht unsere Vestalin angreifen kann. Jupp. Na, er greift sie trotzdem an. Aber wir haben es einmal verhindert. Das ist schon mal gut. Wir machen einmal das. Und wir gehen auch hier mit nach hinten. Und wir hauen hoffentlich diese beiden Typen platt. Komm schon, Herodin. Mach beide kaputt. Na. Jetzt kommt auch noch der Stress, nachdem wir da gerade so ein bisschen... Wir versuchen, die beiden hinteren zu stunnen. Wir wollen nicht noch mehr Stress haben. Danke, dass wir den, der Stress verursacht. Ja, genau. Zieh dir nach vorne. Das ist gut. Du musst dich schon ziehen lassen. Na, egal. Kritische Heilung. Nice. Du hättest ruhig nach vorne gehen können. Dann versuchen wir nochmal. Wir versuchen wieder den zu stunnen. Und nach hinten geschaffelt. Sehr gut. Und jetzt nochmal die beiden. Jetzt aber. Wieder den einen nicht erlegt. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein, sag mal. Das ist unfassbar. Das ist nicht die... Ach, ging ja alles ab. Seuchengranate bitte nach hinten. Wir haben natürlich jetzt zwei Leute, die nicht... Oh, die mal eine richtige Heilung vertragen könnten. 36er Crit. Auf Wiedersehen. Gut, jetzt haben wir verhindert, dass er das machen kann. Er ist immer noch im Widerstand gegen Betäuben. Wir gehen zwei nach vorne. Ja, verteil den Stress mal an allen. Das ist erstmal ganz okay, denke ich. Tschüss. Das war dumm.
Weil wir hätten den hier erledigen müssen. Ach, Gifthauch. Er ist aber tot. Wir können hier versuchen, ihn zu heilen. Und Herudin kann ein bisschen seinen eigenen Stress lindern. Warum nicht? Um ganze 10 Punkte sogar. Da müssen wir uns weniger Sorgen um ihn machen. Ich hoffe, wir sind hier nochmal vorher dran. Nein. Okay. Plus 4 Ausweichen, minus 1 Geschwindigkeit. Hm. Na gut. Wir können uns hier einmal den Debuff wegnehmen. Und dann machen wir Folgendes. Nämlich wir gehen an sie mit der Goleonsfigur, damit wir wieder ein bisschen mehr Stress weg haben. Ah, sollen wir hier schon campen? Eigentlich ja. Ich will nicht riskieren. Ich meine, für 4 Kämpfe sind wir gebufft. Ich bin ziemlich sicher, dass das der Raum ist. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist definitiv der Raum. Wir werden hier campen. Warum denn nicht? So, dann kriegen wir auch noch ein bisschen Heilung. Mal schauen, was wir machen können. Wir können weg mit dem... Ich glaube, ich mache die Untertitel wieder aus von dem Zeug, was er quatscht, weil es nervt extrem. Wir können uns hier noch mehr heilen. Krankheiten eines Ziels wird entfernt. Haben wir Krankheiten gerade im Team? Ich denke nicht. Nö, okay. Wir haben Stresslinderung und mehr Schaden und Crit. Nice. Gegen große Gegner machst du mehr Schaden. Okay. Das sollten wir machen. Das sollten wir machen. Und wir sollten eventuell eingefährte Präzisionen ausweichen. Wir können den Stress noch etwas lindern. Kostet aber 3 Runden. Wir können noch mal das hier machen. Und wir können das noch mal machen. Und den Stress da noch mal komplett runter machen. Okay. Eventuell werden wir in der Nacht angegriffen. Aufwachen, wir werden angegriffen, oder was? Ja, okay, ein Hinterhalt mit Menschen. Was macht ihr denn hier? Hallo? Gehen wir mal ein bisschen nach hinten. Sag mal, Jungs, was habt ihr denn hier zu suchen, Alter? Ernsthaft jetzt? Hackfleisch. Ah, nicht auf die beiden. Mit dem Crit auch noch. Gerade den Stress reduziert, jetzt ist er wieder da. Oh, und wieder mit dem Hackfleisch. Gut ausgewichen, ihr beiden. Ja. Jetzt können wir hier nochmal hin und her schaffeln. Na, das ist ja toll. Gucken wir mal, was wir in dieser Runde so machen können. Wir wissen, wir können nur hin und her schaffeln. Wir tun dann Folgendes. Wir stärken ihren Angriff. Und jetzt fragt ihr euch, warum von der Vestalin. Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl mehr an der Stelle, als die Vestalin hier zu buffen. Denn die muss jetzt kämpfen. Sie kann nicht kämpfen. Denn die muss jetzt heilen. Ganz klar. Deswegen müssen wir sie verstärken. Alter, hört auf, meine Leute abzustechen. Ne, das zählt schon für diesen Kampf mit. Oh, das ist ja nervig. So. Ach, du kannst auch nur dich bewegen. Okay. Irgendwann werden wir mal wieder kämpfen können. Versuchen mal hier ein bisschen zu betäuben. Nice. Einen Moment bitte. So, jetzt bin ich auch wieder voll einsatzbereit. Jetzt müssen wir die aber erledigen. Ah, das nervt mich gerade. Ah, das nervt mich gerade. So viel Blut, ja. Ah, mach sie kaputt. Das ist jetzt wichtig. Wir dürfen uns nicht mehr Schaden erlauben. Denn mehr Schaden bekommen heißt hier gleichzeitig. Zack, 5 Heilung, okay. Wir haben es gleich schwerer beim Boss. Wollen wir nicht. Wir wollen es bei Boss schon relativ gut haben. Hauen wir den mal eben weg. Wir haben jetzt nicht die. Wir haben jetzt keine Chance, jetzt hier einen auf lange durchhalten zu spielen. Wir versuchen nochmal alle zu heilen. Wieder für 2. Nun gut. Wenn wir ihn natürlich jetzt betäubt kriegen und nach vorne geschaffelt bekommen, nice. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, nochmal eine Gruppenheilung vielleicht zu sprechen. Nice. Der David, der macht echt einen fetten Schaden mit seinen komischen... Na, oder auch. Wir können hier nochmal nach vorne schaffeln. Warum nicht? Wir können uns hier selber heilen.
Ja, er ist in der nächsten Runde zumindest fast tot. Heil dich mal eben selbst. Okay, das war's für ihn. Okay, das haben wir einigermaßen gut gelöst. Wir haben hier noch die Stadt. Ne, die Stadt haben wir schon benutzt. Ah, wie dreckig. Naja gut, dann gehen wir mal eben weiter. Oh, wir haben extra Futter. 1, 2. Nice. Extra Futter ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Ich hoffe, hier drin ist nichts Schlimmes. Vielleicht ist auch gar nichts in dem Raum. Umso besser. Wir brauchen alle unsere Stärkungen für den letzten, oder für den Boss dieser ganzen Runde. Wir blenden den da, weil der nervt. Okay, das haben wir gut gemacht. Dann machen wir Tritt für 22. Auf Wiedersehen. Das haben wir gut gemacht. Dann können wir den komplett erledigen. Dann gruppenheilen wir uns noch mal ein wenig. Ein wenig, das war der Plan. 3 kritisch, nice. Leider. Ja gut, er ist in der nächsten Runde auf jeden Fall tot. Jetzt haben wir die Möglichkeit noch mal alles sicher zu spielen. Das machen wir, glaube ich, auch. Einfach auf Nummer sicher zu gehen. Damit unsere Leute, wir machen das so schön, damit unsere Leute noch mal ein bisschen Heilung dazu kriegen. Denn wir brauchen jegliches Leben gleich. Okay. Ich plane natürlich, dass wir... Wir brauchen gar keine Bandagen. Wir brauchen überhaupt keine Bandagen hier. Das ist so merkwürdig. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Keine Bandage mehr in der Meereshöhle. Niemals wieder. Gib mir den Loot. Gibt es irgendwas, was wir vorbereiten können? Wir können nochmal heiliges Wasser trinken, glaube ich, vorher. Das verstärkt uns gegen das Böse. Also gegen Gift und Bluten und gegen Debuffs. Und hallo, liebe Sirene. Ein Scheusal mit 119 Leben. Okay. Müssen wir eben was gucken. Das ist der Scheusalring. Du wirst eine Menge Schaden machen. Aber wir werden erstmal diese liebenswürdige Person ein bisschen vergiften. Und jetzt werden wir sie stunnen. 135% Chance. Ja, das machen wir. Boom! Nice! Wenn man sie betäuben kann, ist es natürlich super easy, sie ein bisschen runterzuhauen. Komm, komm, komm. 25 Schaden Maximum mit 13% Crit-Chance. 16 Schaden. Auf Wiedersehen. Jetzt ist hier das zweite Mal dran. Lied des Verlangens. Was verlangen wir? Ach, die ist so süß. Was verlangen wir denn? Anscheinend nicht viel. Sie ist... Oh, ausgewicht. Mist. Mist. Ich wollte sie gerade wieder stunnen. Wieder das Lied des Verlangens. Was verlangt... Achso, wir widersetzen uns immer dem Debuff, denn wir haben ja das heilige Wasser getrunken. Sehr gut. Das Weihwasser. Wir machen einfach Schaden, um uns selber zu heilen. Und wir machen jetzt hier nochmal den Stun rein. Sehr gut, Orthoff. Das ist etwas, was wir definitiv öfter machen und sehen werden. Wir werden viel stunnen, damit wir die Bosse unter Kontrolle kriegen. Ich weiß nämlich nicht, was der noch... Nice! Mit dem doppelten 8 Schaden pro Runde. Diese Sirene weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Die hat noch 15 Leben. Ja, verlang doch etwas von unserem ohne Namen. Sie widersetzt sich einfach allem. Ich werde dich nochmal stunnen, weil ich's kann. Ja? Und du bist tot mit deinem nächsten Zug. So geht das nämlich. So wird's gemacht. Wiedersehen. Oh, ein untoten schlechter Ring und ein Tarnumhang. Den Tarnumhang geben wir schon mal hier. Und den untoten Schlechterring, den nehmen wir einfach mit und da lassen wir das Weihwasser hier. Und vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück. Nein, wir haben alles gemacht, was wir brauchen. Ich denke, an dieser Stelle, ich will die Fiole unbedingt haben und ich will jetzt nicht noch mal extra Stress riskieren. Wir machen gut Geld, alles ist tippitoppi. Und das ist für David War und für alle anderen
Pestdoktoren, die hier dabei sind, die werden dieses Ding hoffentlich enorm feiern. Und es wird enorm hilfreich sein. Damit war der Einzige, der hier irgendwas mitnimmt. Und er nimmt Furcht vor dem Unheiligen mit. Und ausweichen gegen Labyrinth. Ups, gegen Labyrinth-Dieb. Und erreicht Level 3. Naja, die Furcht vor dem Unheiligen. Nach der unheilvollen Nummer, die da gerade war, kann ich ihm das nicht verübeln. Aber wir haben ja gute Ärzte. Die kümmern sich schon darum. So, was gibt's hier? Maika fühlt sich stark und mächtig, nachdem sie Körper. Nachdem ihr Körper auf ihre Kosten kam. Stark und mächtig. Plus 20% Schaden. Auf ewig oder was? Ist das ein Quirk? Quirk. Entfernte Tick. Furcht vor Menschen. Nice. Okay. Nö. Anscheinend nicht. Es ist wahrscheinlich ein temporäres Ding. Plus 20% Dorf. Ja, wahrscheinlich ein temporäres Ding. Dann werden wir Maika wohl in der nächsten Runde nochmal mitnehmen. Ich hoffe, ihr... Was haben wir denn hier noch so? Nichts, was ich wirklich gebrauchen könnte. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Folge Darkest Dungeon. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Hast du noch Namensvorschläge für all die Helden, die noch ohne Namen sind? Dann immer her damit. Bis zum nächsten Mal.